2-1 Risiko. Eisen. So. Jemand schreit gerade, wenn Gronkh nur nicht so links wäre. Ehrlich gesagt, es ist mir scheißegal, wie man es nennt. Ich bin einfach pro Mensch. Das ist mein Problem. Ich bin pro Mensch und pro Menschlichkeit. Das ist mein Problem. Ja. Und ganz ehrlich, ich sehe nicht, warum das was Schlechtes wäre. Ehrlich gesagt, sehe ich auf lange Sicht das als einzigen Weg, wie die Menschheit an sich überhaupt mal überleben kann. Aber ich glaube, ob das funktionieren wird, das ist die andere Frage. Das kann ich nicht sagen. So. Ich versuche mir mal ein bisschen runter zu stecken. Okay. Scheiße. Was ist das denn hier? Limestone. Ich hoffe, der lässt mich. So, jetzt haben wir auch wirklich lang genug. Oh, hier sind so viel Eisen. Das ist ein Traum. Ach, das war's. Nice. Einfach, hier ist einfach so ein komisches Ding. So. Gut, prima. Ich nehme auch mal Salz mit. Hat sich ja gelohnt. 5 Salz haben wir. Wir müssen vielleicht noch irgendwann mal Salz holen. Wir brauchen eine neue Spitzhacke. Da ist noch mehr Eisen. Mann, ich habe das Eisen übersehen. Nein! Du hast das Eisen übersehen. Junge, was ist mit dir? Hier ist... Was? Siltstone. Okay. Und es wird langsam wieder dunkel. Großartig. Das, das passt sich ja sehr gut. Sticky, sticky. Das Eisen will ich auf jeden Fall mitnehmen. Iron Ore, Soapstone, Clapper. Wo ist dein Cobblestone? Hier. 1, 2, 3. Ja, Gott sei Dank geht. So. Dann hier nochmal schnell abbauen. Oh. Iron Ore. Okay. Hervorragend. Juhu! So. Ich muss mir das auch schon sau oft anhören, dass ich rechts bin. Das muss ich immer lachen. Weil ich auch immer Witze mache. Natürlich, ich mache ja über alles Witze. Habe ich da gerade... Wo kommt der jetzt schon her? Ich mache ja immer über alles Witze und dementsprechend natürlich auch über diverse Minderheiten. Ja, diverse Minderheiten, sagen wir mal so. Und dann muss ich mir auch schon dauernd anhören, dass ich rechts... Also ich werde rechts genannt, ich werde links genannt. Ich werde einfach alles genannt, weil ich zu allem irgendwie eine Meinung habe und ein Witz hier. Ich laufe mal schnell nach Hause. So. Fertig, fertig. Gut. Wow. So, ich laufe schnell nach Hause, einfach damit uns keine Creeper kriegen. Und übrigens ist jede... Ne, alles, was ich sage, alles, was ich hier so von mir gebe... Auch im Rahmen des Let's Plays, im Stream oder generell in allen Let's Plays, alles, was ich von mir gebe, ist immer subjektiv. Ich versuche natürlich eine gewisse Objektivität zu wahren, aber es ist immer subjektiv, so wie sich mir die Welt präsentiert, wie sich Facebook mir zum Beispiel präsentiert oder sonst irgendwas. Es sind immer eigene Erfahrungen. Vielleicht hat jemand auch andere Erfahrungen gemacht, die ich halt nicht abdecken kann. Ich kann immer nur aus eigenen Erfahrungen reden. Deswegen... Entschuldigung, räuspern. Deswegen... ist alles, was ich sage, nur meine persönliche Sichtweise. Es hat keine allgemeine Gültigkeit, aber ich möchte eben auch über meine persönliche Sichtweise reden dürfen, so wie andere sich das eben auch herausnehmen, sage ich mal. Wir haben immer noch keinen Sand gesammelt. Toll. Gut, 2 Schaufeln mache ich auch mal schnell. So, okay. Zack, 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 zack. Was mache ich denn hier wieder? Zack, zack. So. Kann ich noch eine Spitzhacke? Nee, kann ich nicht. Egal, ich mache mir nachher noch eine Spitzhacke. So. Wie spät ist denn eigentlich inzwischen? Ich weiß gar nicht.
Wo müssen wir denn hin? Da hinten irgendwo in die Gegend. Jetzt habe ich mir echt den Mund fusselig geredet. Ich muss gleich echt mal was trinken. Ich habe voll das Pappmaul gerade so die ganze Zeit. Und trinke die ganze Zeit nichts. Und dann so. Oh. Es ist 23 Uhr gerade. Sieh an. Ich würde sagen, so bis 12 Uhr machen wir noch. Bis 12 Uhr machen wir noch diese Aufnahmesession. Das heißt, ich weiß gar nicht, wann das auf YouTube. Ne, welche Folge das hier. Ich weiß es sowieso nicht. Da bin ich eh überfragt. Ich habe immer Probleme, da hinzufinden, wo ich hin will. Gehen wir ganz kurz wieder durch das Special-Dorf hier. So. War das nicht hier irgendwo? Hier waren wir auch letztes Mal. Ich erinnere mich. Was das? Hier waren wir letztes Mal. Wir müssen, glaube ich, da hinten rüber, oder? Da war das, glaube ich, irgendwo. Hier waren wir auch in diesem Loch. Ich erinnere mich. Hier müssen wir irgendwo in die Gegend. So, warte. Hier. So. Bin ich hier? Das Schneebiom haben wir schon mal, aber irgendwie, ich glaube, ich bin einen echt beschissenen Weg gegangen. Ich bin, ja. Hobby-Navigator. Nur mal ganz kurz gucken. So. Gut. Okay. Ja, ich weiß, sprinten kann ich auch, aber ganz ehrlich, ich hätte was essen sollen, nicht doofi. Sprinten kostet mir zu viel Energie, weil wir. Ne, Hunger ist hier echt ein Problem immer. Und ich muss mir angewöhnen, mal immer was richtig Fettes mitzunehmen zum Fräsen. Und ich gewöhn's mir einmal nicht an. Ich bin das so gewohnt aus dem alten Minecraft, dass man eh so irgendwie durchkommt, dass ich mir hier gar keine Gedanken mehr mache. Und das ist eigentlich schlecht. Ich meine, der Hunger hält jetzt noch ein bisschen, aber wenn wir jetzt abbauen, dann wird das, glaube ich, sehr energiekostspielig. Da unten waren wir schon, ne? Da kann ich mir jetzt zwar noch ein bisschen... Ich könnte mir hier was aus der Wand ruppen. Obwohl, nee, das sieht so schön aus mit der Wand, dass ich eher nach unten gehe und hier was ruppe. So. Rupp ich mal hier. Da zieht er noch ein bisschen, dann können wir noch mal ein bisschen Steine, ne? Haben wir, solange wir nur so wenig Eisen haben... So, datte hier und ditte hier. So. Ich glaube, wir werden tatsächlich mal probieren, irgendwann so einen Texturenpack hier hinzuzufügen. Ich weiß, man kann die inzwischen kombinieren und so weiter und so fort, aber ehrlich gesagt, ich mag das in Vanilla gerade. Ich mag das Vanilla-Ding hier gerade einfach so. Das ist einfach, ne, das hat so sehr viel Back-to-the-Roots-mäßiges. Hier ging es irgendwo rein, oder? Da. Sehr gut. Hat sehr viel Back-to-the-Roots-mäßiges und deswegen mag ich das, glaube ich, gerade so. Hier haben wir Eisen abgebaut. Okay, dann heißt das, wir können hier vielleicht Sand abbauen. Mhm. Was bist du? Diorite? Aha, natürlich. Ich würde sagen, wir bauen hier mal ein bisschen Sand ab. Warum auch nicht? Vielleicht nicht unbedingt den, auf dem er steht, aber so ein bisschen Sand können wir ja abbauen. Oh. So, vielleicht da, wo er nicht fehlt. So, warte. Jetzt nehme ich doch da, wo er fehlt. So. Das haben wir auch. Die anderen, kann man aus den Dingern eigentlich Sand zurückgewinnen? Hier aus diesen Dingern wieder Sand zurückgewinnen? Ich glaube nicht, ne? Würde mich mal gerade interessieren. Ich weiß es einfach nicht. So. Gut, dann gehe ich nochmal ganz kurz da drüben hin. Hier wird der Sand mit Sicherheit nicht fehlen. Da kann man schön Glas draus machen. Also ganz ehrlich, für ein Elzholz reicht das ja nicht mit dem Sand vorkommen. Das ist einmal so eine kleine Sandmine jetzt zwar, aber die ist einfach zu klein. Dem Elzholz gebührt was Größeres einfach. Der lässt sich mit sowas nicht abspeisen hier. Ach, wen haben wir denn da? Oh. Offenbar. Ach, das war die Fledermaus, Alter. Du Viech.
Aha. Interessant. Komm, dann gehen wir mal ein bisschen hier in die Gegend. So, ich grabe mich mal eben hier. Meine Grabesquellen sagen. Ich gehe mal ganz kurz hier hin. Eisen! Popeisen! Alter! Ah. Wen haben wir denn da? Ein Fahrstuhlfahrer. Ah, na endlich kommt mal jemand. Was hat denn der für, was hat denn der für Füße? Oh. Muss ein Nest sein. Okay. Okay, folgendes. Warte. Eisen. Ich höre einen Bogenschütz. Chironibu! Okay, ist mir ein bisschen zu leise gerade, warte. So. Eisen. Boah, was für ein Glück! Freunde, was für ein Glück! Oh, und so wenig, so viel! Okay, Hauptsache, hier kommt jetzt. Bei der Musik habe ich das Gefühl, gleich kommt hier überall irgendwas. Alter, was? Hohohoho! Na klar! Warum auch nicht? What the fuck? Ich traue mich nicht, hier in die Tiefe zu gehen, ehrlich gesagt. Traue ich mich nicht. Wie soll ich denn... Wie soll ich denn... Also da komme ich niemals runter. Da brauche ich Wasser. Ich brauche einen Eimer Wasser. Was habe ich denn hier von Monstrum gefunden? Und das Schöne ist, es ist Diablo. Die Musik ist gerade Diablo, das passt so gut. Erstmal wieder schön mit dem Ausleuchten übertreiben, Hauptsache hier kommt nichts. Okay. Also wir könnten mit dem Eimer Wasser darunter, aber ganz ehrlich, wenn wir mit dem Eimer Wasser darunter gehen, haben wir das Problem, dass die ganze Lava natürlich weg ist. Das wäre schade. Oh, Alter, jetzt wäre ich fast hier runter. Das würde sogar noch gehen. Alter, pass auf. Oh, scheiße, ich brauche was zu essen. Oh, fuck, ich muss was zu essen holen. Ach du Scheiße. Nee. Ganz ehrlich, nee. Bei aller Liebe, nein. Ich geh erstmal. Also, ich hau erstmal ab. Wir brauchen dringend was zu essen, weil sonst krepieren wir hier einfach an Nahrungsmangel. Da war noch Eisen, ich weiß. Okay, das hier ist tricky. Huh. Ah. Alter Schwede. Ich bin fast in das eine Loch, bin ich fast reingestürzt, ehrlich gesagt, das wir gerade rausgehoben haben. Ich dachte, hätte ich nicht gedacht. Nee. Ah, ich kann nicht rennen, scheiße. Kann ich die Musik gleich mal lassen. Running Man. So. Also, dann gehe ich mal schön zurück. Und dann
hauen wir uns erstmal, ich würde sagen, bevor wir da runtergehen, hauen wir uns erstmal den Rucksack voll mit irgendwas Fratzigem. Bevor ich lange Ausflüge mache, muss ich auf jeden Fall noch eine Küche bauen, irgendwie. Alter, ich sehe nichts, weil der Mond so hell ist, deswegen sieht man ja einfach gar nichts. Es sieht schon sehr stylisch aus, hat viel Arthausiges, ne? Als ob das hier auf Arte laufen würde, aber man sieht immer nichts. Essen. Ich brauch Essen. Uah! Ich hab keine Zeit für dich. Okay. Habe ich mir eigentlich Kartoffeln auf den Grill gehauen? Ich weiß es gar nicht. So. Jo, habe ich gemacht. Da war ich mal schlau. So. Ich hau mir erstmal ein paar Kartoffis rein. Wieso ist die Tür jetzt aufgegangen? Ich glaube, ich habe die gerade selber mit Rechtsklick geöffnet, ne? Ja, habe ich gerade gemacht. Das war nicht so schlau. Okay, ich gehe erstmal schlafen. Wenn das überhaupt geht mit dem Viech in der Nähe. Das geht, okay, Gott sei Dank. Ja. So, da kokelt einer vor sich hin. Sehr schön, da steigt ein bisschen Dampf aus der Mütze. Das tut ihm mal ganz gut. Alter, diese Höhle. Diese verfluchte Höhle. Sand. Ich wollte ja Sand sowieso. Ich habe ja Sand. Okay. Ich warte auf die Kartoffeln. Wie viel Sand haben wir jetzt? 63. Das wird reichen. Dann können wir unten erstmal ausbauen. Dann machen wir das erstmal ganz kurz. Diese Höhle sollten wir uns unbedingt merken. Wir haben sie ja eh schon markiert. Da müssen wir jetzt nur, da irgendwie runter. Hier oben die Etage ist besonders schön übrigens. Achso, vielleicht kann ich jetzt mal ganz kurz, Sekunde. So, hier mach ich mal, da. Ist das die richtige Playlist? Das hört sich, das passt irgendwie gar nicht dazu, oder? Ist das die richtige Playlist? Ich habe das Gefühl, da haben sich auch zwei Playlists vermischt. Das hier würde eher passen. Ich glaube, da haben sich gerade zwei Playlists vermischt. Okay, muss ich später mal wieder ausbessern. Okay. Dann lass mal überlegen. Wir warten gerade noch auf die Kartoffeln. Und dann, wenn die Kartoffeln da sind, dann können wir unten mal wieder ein bisschen rumbasteln. Und dann sollten wir auf jeden Fall in die Höhle gehen. Flü, flü. Bis dahin kann ich den ganzen Scheiß erstmal aussortieren. Die Kiste hier ist sowieso fast voll. Das Zombiefleisch braucht keine Sau. Bones haben wir zwar zwei Stück, aber die bringen uns momentan auch nicht viel weiter. Glücklich werden wir damit nicht. Oakwood haben wir noch eine ganze Menge. Das brauchen wir auf jeden Fall auch. Iron Ore können wir unten reinballern. Können wir ehrlich gesagt auf den Grill schmeißen. Da brauche ich noch langsam mal zwei Grilles. Zwei Grilles brauchen wir. Aber ich glaube, Cobblestone ist momentan auch rar, wie immer. Cobblestone, Soapstone, Cobblestone. Wird nicht funktionieren. Bin ich fast sicher, das geht nicht, oder? Das geht? Mit Soapstone? Der Kamin brennt doch weg. Das ist doch voll Papier. Das kann gar nicht gehen. Das ist voll läppsch. Hä? Hä? Was? Wett? Achso, hier ist die Kartoffel durch. Dann hau ich mal das Sand drauf. Was? Ach, ich hab da... Aber wo ist das Holz? Ich hab doch... Hä? Wieso hat er da so ein Carpenter-Dingens gehauen? Das dürfte eigentlich gar nicht passieren. So, da ist er. Papierofen. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, vielleicht mal auf dem Boden. Das ist schon besser. Schräg. Das ist einfach nur schräg. Okay, wir haben zwei... Warte, ich nehme hier mal die Hälfte mit und dann hier Iron Ore. So, kann man ja schon mal ein bisschen schmölzen. Aha.
Okay. Ich wollte mal ausprobieren. Interessant. Kann man also noch sowas wie ein Bild aufhängen, sozusagen? Und wenn ich jetzt... Limestone, so mal angenommen. Ich probiere mal so ein bisschen rum, ne? Ah, ja. Ach, man kann die Wand dann kacheln wahrscheinlich oder so, oder? Das ist irgendwie geil. Das ist irgendwie geil. Also kann man schon sehr gebrauchen, vor allem Marmor. Wenn du Marmor hast, ne, dann machst du hier so eine schöne Marmorwand. Und auf der anderen Seite hast du einfach Holz. Also, ne, sagen wir mal, was haben wir denn, wo ist ein Marmor? Hier, Marmor. Nehme ich jetzt mal. Oh. Gut. Marmor. Flup, 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 flup. Eigentlich cool. Hast du sowas wie eine Tapete sozusagen und auf deiner Seite normal Holz. Eigentlich geil. Also ich würde es jetzt so nicht lassen, aber, oder? Da probiere ich es nicht, weil die Blöcke wahrscheinlich auf der anderen Seite runterfallen. Also eigentlich cool, da kannst du hier so ein Bild aufhängen. Sieht schon geil aus. Hm. Und hier geht's auch. Das heißt, man könnte hier quasi, warte. Man könnte hier quasi tatsächlich wie so eine Tapete. Ding, 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 ding. So. Lass sie auf beiden Seiten. Das ist ja geil. Hier lasse ich es mal. Also hier mache ich es mal nicht. Ach so, Mist. Ja, 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 ja. So. Dann mache ich den Dreck hier mal wieder ab. Und dann mache ich die Tür vielleicht auch mal mit Marmor. Oder sieht das scheiße aus? Die müsste dann vielleicht auf die andere Seite, ne? Ah ne, will behave. Okay, das wollte ich nicht. Muss ich vielleicht auf die andere Seite machen, weil sonst sieht das ein bisschen komisch aus. Hallo? Hallo? Ist das jetzt Iron Door oder was? Nö. Hä, wieso krieg ich die nicht raus? Das ist auch irgendwie cool. Nein, Mann! Ach, hier geht's auch noch! Wie krass! Aber da baut jetzt ständig irgendwo was hin. Das will ich ja gar nicht. Okay, wie kriege ich denn raus jetzt hier? Ach, es ist ja Marmor. Ich Dovi, klar. Weil jetzt Marmor drauf ist, muss ich natürlich mit der Axt theoretisch machen. So, jetzt geht's wieder. Wo ist denn die Tür? Ich vergesse das manchmal. Also immer. Nein. Nein, nein. 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 Wirklich nicht. Nein. Okay, das ist doof. Die Tür geht nur hier hinten, aber egal. Dann lassen wir die so dunkel. Oder wir lassen die einfach Holz. Ehrlich gesagt, ich mag das lieber dunkler. Hauen wir noch das andere Holz. Das andere. Hier, Spruce Wood. Hallo? Ich... Was? Das wollte ich nicht. So. Also wenn die aus... Wenn wir da Marmor einkleiden bei der Tür, ne, dann hat die auch die Eigenschaften von Marmor. Deswegen ging das gerade nicht. Limestone packe ich mal rein. Marmor... Huch! Die Schaufel nicht. Deswegen hat man das mit der Spitzhacke theoretisch rausbauen müssen. Wenn wir die mit Glowstone verfeinern, dann nimmt die auch die Eigenschaften von Glowstone an. Ergo... Ah gut, das geht aber mit der Tür, ne? Das kann man so machen. Ich will nochmal ganz kurz eben hier... So. Ich denke, das geht. So. Toll. Aber ehrlich gesagt, lass ich ihn da. Macht sich ganz gut. Vergesse ich bestimmt später.
Irgendwie konnte man auch Teppich machen, ne? Man konnte ja so diesen Teppich machen, der dann auf den Treppen liegt. Das war eigentlich auch ganz geil. Entweder nur oben drauf oder oben und hier vorne. Das wäre eigentlich auch ganz geil. Ehrlich gesagt, ich finde dieser... Dieses Ding... Ist der falsch? Nee, ist eigentlich richtig der Griff, ne? Ich glaube, der Griff ist richtig. So, ganz kurz. Wir haben ja immer noch Glas an der Schmelze. So, und dann würde ich sagen, wir gehen mal runter. Wir wollten hier unten nämlich eigentlich erstmal fertig bauen. Bevor wir uns jetzt auf weitere Abenteuer einlassen. Hier wollten wir noch fertig bauen. Lecker! Und dann mache ich mal ganz kurz hier. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam. Ich hätte eigentlich eher Carpenter machen sollen. Ich hätte ja auch Carpenter-Blöcke überall machen sollen. Auf halber Höhe. Und dann hätten wir wie die Slabs, dann hätten wir Glas-Slabs gemacht, oder? Wäre irgendwie geiler, finde ich. Vielleicht mal irgendwann. So. Da wir noch keine Leiter haben, muss das nochmal liegen bleiben. So. Die hier ist falsch. Dann machen wir die mal hier hin, ne? So. Zack. Und dann hier in der Ecke wären dann die nächsten gewesen. So, und dann können wir hier unten nämlich, theoretisch, wenn wir das wollen... Ich habe was vor hier unten, ne? Also nicht wundern, warum ich jetzt wieder nach unten gehe. Ich habe da was vor. Wirst du gleich sehen. Wirst du gleich sehen. So. So, okay. Hier muss ich noch einen nach hinten wieder. So, dann machen wir gleich hier. Dann kriegen wir viele Soaps-Dinger. Außerdem haben wir hier schon lange nicht mehr gebaut. Hier haben wir schon super lange nicht mehr gebaut. Das ist ja schon ewig her, dass wir hier mal was gemacht haben. So. Bei entspannter Musik. Und heiteren Freunden. Oh nein. Yes. Hauptsache wir haben Sprucewood noch dabei. Habe ich keine Erde? Wieso habe ich keine Erde dabei? Hä? Ich habe keine Erde? Großartig. Hier. Zack, zack. Scheiße. So eine Scheiße hier. Okay, ich geh mal eben fett abschnarchen. Scheiße. Und wieso gehe ich mal hier außen rum? Ich weiß es nicht. Ich kann da einfach hochhüpfen. Boah, mein Arsch tut hier langsam weh vom Sitzen. Boah. So, ein neuer Morgen und ich gucke immer wieder in die Sonne, weil es so schön ist. Aber wenn ich morgen auch noch streame, ne, dann, Alter, ich krieg echt Schorf am Arsch langsam. So, ich wollte eine Spitzhacke machen. Entschuldigung, ich lasse mich nie ablenken. So, weißt du, früher Inventar immer voll Erde, dauernd, nur Erde, überall Erde. Wo du hinguckst, Erde. Aber hier, neuerdings, hier bei Life in the Woods oder ich weiß nicht, ob es am neuen, ist ja gar nicht das neue Minecraft, ist ja 1.7.10. Ich habe einfach nie Erde, ich weiß nicht warum, wo ist die? Da ist die natürlich drin. Ich brauche jetzt aber auch keine Erde mehr, ne? Ich brauche vielleicht nochmal, was ich noch brauche, ganz kurz bevor ich jetzt runtergehe. Lass mal überlegen. Habe ich hier noch nicht, habe ich nicht die Stickies mitgenommen? Sag mal, wo sind die alle? Ach, da. So, zack, zack, hallo? Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So, das wird reichen erstmal. Leiter haben wir dann auch dabei. So, das kommt auch alles weg. So, lass mal ganz kurz gucken, wie weit wir hier bauen müssen.
Huiuiuiui.